Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Jetzt erst recht. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Und jetzt, wo ich in Rente bin, kann ich mich auch herrlich aufs Lästern konzentrieren. Oh, sag mal, sagt ihr OMAD eigentlich was? OMAD? Nö. Das ist eine spezielle Diät, die der Rockstar Bruce Springsteen praktiziert. Du weißt schon, der mit Born in the USA. Jedenfalls ist der gute Mann auch schon 73, aber topfit. Angeblich wegen dieser Diät. OMAD heißt One Meal a Day. Der isst nur einmal am Tag in einem Zeitfenster von einer Stunde. Also kein Frühstück und kein Abendessen. Ganz ehrlich, meine Diät ist da ja eher T-MAD, also 20 Meals a Day, nicht? Und da ist Naschen noch gar nicht mit eingerechnet. Apropos, sind eigentlich noch Schokohasen da? Ich habe mich heute Nacht 3 verputzt bei meiner TRTN-Diät. Hä? Naja, 3 Rabbits the Night. Oh. Ja, ich komm, ja. Du, ich muss jetzt auch los, Jochen, ich meine Joachim. Auch wenn der blöde Putin anruft, dann frag ihn doch mal, ob das Intervallfastenprinzip nicht auch was für ihn wäre. Intervall? Ja, zum Beispiel so ein Jahr Krieg und dann mal 100 Jahre Pause. Und tut ja nicht nur für sich was, sondern auch für die Menschheit. Schaui. Doch, guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Merkel. Na, wie war dein Osterfest? Ich habe bestimmt 4 Kilo zugenommen, so viel Schokoeier, wie ich genascht habe. Naja, als Energieminister kannst du das doch bestimmt unter energetische Wärmedämmung abbuchen oder so. Also, Frau Merkel. Ach, komm schon, mein Speckhäschen. Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.